Herzlich willkommen zu meiner Videobotschaft aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Ich freue mich, insbesondere hier heute an meinem Geburtstag stehen zu können, das schönste Geburtstagsgeschenk, aufgewachsen in der DDR, im Sozialismus und jetzt als Europäer hier mitwirken zu können. In den kommenden 5 Jahren arbeite ich im Ausschuss für Auswärtige Politik, im Ausschuss für Entwicklungspolitik und im Unterausschuss für Menschenrechte. Die 3 Themen passen sehr gut zusammen und wir haben aktuell in den letzten Wochen hier die Konflikte besprochen im Ausschuss für Auswärtige Politik zu Israel, Palästina, zum Irak, aber insbesondere in den letzten Tagen zur Ukraine. Wir haben gestern den Außenminister der Ukraine zum Gespräch gehabt, der hat über die aktuelle Lage berichtet. Und es ist mir besonders wichtig, ich unterstütze seine Forderung, dass die pro-russischen Separatisten dazu beitragen, dass wir eine lückenlose Aufklärung hinbekommen, warum und wie die Flugzeuge abgeschossen wurden, insbesondere das Passagierflugzeug, was so viele Menschenleben gekostet hat. Ich trage insbesondere auch die Forderung mit, dass die russischen Waffen nicht weiter auf ukrainisches Gebiet kommen dürfen. Hier muss Putin zeigen und handeln und nicht nur reden. Im Bereich der Entwicklungspolitik haben wir über das Themenjahr 2015 gesprochen. Wir werden ein europäisches Themenjahr haben zum Thema Entwicklungspolitik. Da wurden gestern die ersten möglichen Formate vorgestellt. Im Bereich des Unterausschusses für Menschenrechte möchte ich Sie einladen, daran mitzuwirken. Wir können Vorschläge leisten für den Sacharow-Preis. 25 Jahre ein Preis für Menschenrechte. Schlagen Sie eine Initiative vor, die Sie gerne unterstützt haben möchten, die diesen Preis verdient. Ich lade Sie ein, mich zu begleiten, nicht nur jetzt in diesem Monat, sondern auch in den kommenden 5 Jahren, über meine Facebook-Seite, über meine Webseite. Kontaktieren Sie mich in meinen Büros. Ich werde ein Büro in Magdeburg, eins in Wittenberg haben und natürlich in Straßburg und Brüssel. Und ich freue mich sehr auf ein gemeinsames Wirken für ein Europa. Dankeschön.